Guten Holm, Freunde. Ist nicht nur Wernerin. Es gibt auch eine wunderschöne Oldtimer-Ausstellung hier. Und da werden wir mal ein paar Bilder einfangen. Viel Spaß. Der amerikanische Adel war ja damit unterwegs. Ganz wenig davon gebaut. Sehr kostbar und natürlich selten. DKW, der Traum meiner Jugend. Wahnsinn! Das war ein schönes Auto. Was war man da stolz, wenn man sowas hat? Eine wahnsinnige, freundliche Truppe. Nee, hier haben wir ein wunderschönes Auto. Und warum trennt man sich von so einem Traumauto? Um sich was Neues zu kaufen. Noch was Wilderes oder was anderes? Mehr Vielleicht. Leistung, weniger Leistung? Man muss einfach mal schauen, was der Markt so hergibt. Ja, genau, was der Markt hergibt. Genau. Ja, ja, und das in der Öffentlichkeit redet man ja nicht von Preisen. Das können wir nachher mal ganz kurz antesten. Aber ist denn alles von der Technik her gemacht? Motormäßig, ja. Alles soweit? Weil er sieht ja traumhaft aus, ne? Der Wagen, jetzt wurde der Motor gerade neu gemacht. Ja, der sieht frisch aus. Ja. Der sieht frisch aus, ja. Da kann man auch eine ganze Menge Geld versenken. Ne? Der Motor sind fast 15.000 Euro. Da ist aber auch jede Schraube gemacht. Das ist also alles neu. Kann ich ein Lied von singen? Also ich kann nur sagen, die gesamte Technik dieses Fahrzeugs sind jetzt knapp 40.000 Euro geflossen. Ja. Das geht ganz schnell. Ne? Mit neuem Verdeck und Innenraum ein bisschen gemacht und so weiter. Das ist schon was. Ja, und dann trennt man sich doch davon. Naja, dann wünsche ich bei der Suche viel Glück. Für mich ist, ich habe nicht den Platz, so ein Riesenteil unterzustellen. Sind doch nur 5 Meter. Ist nur, aber Traumauto. So wunderbare Horex-Maschinen. Mein Gott, habe ich in meiner Lehrzeit an diesen Dingen schrauben müssen. Wahnsinn! Tausender Gespann, meine Güte. Ja, das Ding wuchtest du immer noch um die Ecken rum, ne? Die geht gut. Ja, ne? Ja, ist rein, ja. Fährst du öfter so zur Ausstellung hin, Oldtimer-Treffen und so? Ja, überall, wo ich gern gesehen bin. Ja, wo sie einem nicht rausschmeißen. ja, genau. Ne? Weil verdammt viele Horex auch hier. Ja. Die sieht man auch selten sonst. Und ich habe ja in der Lehrzeit an diesen Motoren immer arbeiten müssen noch. Das ist ja hier Gerd Peters, der macht das auch wie möglich. Ja. Der macht ja der auch ist ja von... Ja, nein, ne? Ja. Wahnsinnsteil, das alte Gespann. Und hier ist der Fahrer dazu. Noch ein bisschen jünger, ein paar Jahre jünger wie das Gespann. Aber du machst auch sowas gerne mit, ne? Ja, sicher. Ja. Wo warst denn dieses Jahr überall? Überwiegend Pyrenäen. Ja, genau. Und ist sehr standfest, das Teil? Ja, ne? Ja. Bisschen in die Jahre gekommen, aber top gepflegt, ne? Da läuft alles, ne? Solange noch Öl rauskommt, ist noch was drin. Ja, genau. Solange noch Öl rauskommt. Ja, so sind sie, die Biker. So sind sie, mit Herzblut dabei.
Ja, hallo. Moin, Egon. Grüß dich, mein Lieber. Hast du uns auch was Schönes mitgebracht hier? Hast du schon mal was davon gehört? Was ist das? Ja, Friedrich Knutzen, ein richtig professioneller Mann in Vorbereitung auf Touren. Was habt ihr jetzt hier, die Schleswig-Holstein-Rundherumfahrt, neu kreiert? Ja, die Schleswig-Holstein-Rundherumfahrt ist eine völlig neue Art der Veranstaltung. Wir haben eine Zielfahrt, das geht 800 Kilometer, einmal an den Grenzen von Schleswig-Holstein rundherum. Ja. Und man kann starten auf der Tour, an wo man will. Man kann auch den Zeitpunkt selber auswählen. Das geht praktisch über die ganzen Sommermonate. Und man muss, da sind 10 Anlaufpunkte. Hey, warte mal, bitte, einen Moment, den schauen Sie dann nochmal mit ab hier. Wow, guck dir das mal an. Ich spring an, super. Haben wir jetzt ein bisschen was mit Familientradition aus Bimühlen. Genau. Markus Runge, ja, wie kommt man zu dem Teil hier? Seid ihr familiär irgendwie verwandt? Markus Runge ist mein Opa. Ach, der echte Opa? Ja, und man wird eigentlich in die Horrex-Familie reingeboren und es ist dann eine Selbstverständlichkeit, dass man natürlich dann auch einen Führerschein macht und das Motorrad habe ich zum 18. Geburtstag bekommen von Opa und pflege und hege ich jetzt und fahre auch gerne mit allen dann zusammen los. Käfer mit Brezelfenster, Wahnsinn. Ja, das ist ja hier die Abteilung mit den ganz speziellen Fahrzeugen. Wie kommt es zu der Liebe mit so einem Wahnsinnsfahrzeug? Mit aufgewachsen. Ja. Wie lange habe ich den jetzt? 22 Jahre. Ja. Da hat man alles, was man braucht. Ne? Traum aus der Jugendzeit. Es anfing den Menschen in Deutschland wieder besser zu gehen. Der Panther natürlich auch immer wieder ein schönes Fahrzeug. Cadillac, jawohl. American way of life. Moin, Egon. Alles gut? Ja, super. Wir haben doch fünf Nachbarn. Fetter 8-Zylinder-Sound. Custom Gap. Block Engine. V8. Alles gut. Excalibur. Hammer, fettes Teil. Sollen wir mal ein Stück beiseite gehen? Also, ich meine, ich stelle mich natürlich auch mit drauf, aber. Das ist hier.
hier die berühmte Tuning-Kunst. Nicht nur außen, sondern auch innen. Die Technik, alles vom Feinsten. Ruhe Porsche 356. Schauen wir mal hinten in den Motorraum rein. Wow, alles vom Feinsten. Und Euphorie immer wieder aufgebaut neu. Wunderbar, auch diese Mercedes SL. Dream and Blue. Wow. Was für ein Chrom. Was für ein Chrom. Was für ein Luxus. Da ist er wohl vom Feinsten drin. Volkswagen. Man achte auf die eingeklemmte Hand. Käfer in Vollendung, kann man da nur sagen. Mit Power ohne Ende. Ja, wollen wir denn Dienstag mal 5 Uhr? Was für ein fetter Sound. Aha. Nur Geduld. Ja. Noch so ein Hammerteil. So ein Wahnsinnsauto. So, jetzt haben wir hier noch etwas ganz Besonderes. Einen Miller. Fast original. Die Außenhaut wurde irgendwann mal erneuert. Aber er hat noch seine Außenhaut. Das ist der Besitzer. Ja, und wir kennen uns ja schon eine Weile und haben uns ein bisschen angefreundet. Ganz toll mit dir zu reden. Aber was hat das jetzt mit diesem Fahrzeug auf sich? Ist dir das so irgendwie unter die Finger gekommen? Willst du die Geschichte hören? Ja, bitte. Pass auf, 1991 war ich in Amiland. Ja. Daytona Beach war ein großer Oldtimer-Markt, Flohmarkt. Mhm. Und in der alten Boxengasse standen zwei so eine Rennwagen. Ja. Total im Gammelzustand. Ja. Ich weiß jetzt heute gar nicht mehr genau, ob das Miller waren, aber es waren so eine Art Rennwagen. Und ich war total fasziniert. Und seitdem habe ich Zeugs gesammelt. Ja. Bis ich so viel zusammen hatte, dass ich wieder was aufbauen konnte. Ja, ja. Ja. Ne? Schönes Teil. Aber ist fahrbar, ne? Fährt. Ja. Läuft. Läuft. Dankeschön. So, man muss sich da so richtig reinschälen. Das ist, da wird kein Zentimeter verschenkt. Ne? Das ist das Wort Einsteigen kommt daher. Einsteigen.